Sehr schön. Diesem Moment fiebern sie Jahr für Jahr entgegen. Die Uniformen sind gereinigt, die Säbel poliert, Stiefel gebürstet, Gewehre geschmückt. Es ist wieder Session. Karneval am Rhein. Karneval in Köln, das sind uniformierte Traditionschors und Jecken auf der Straße, das sind Schellenbäume und Tamburklänge, das sind vor allem auch die traditionellen Sitzungen in den Sälen, undenkbar ohne Tanzmariechen, Büttenreden und Elferrat und auch ohne den kölschen Schlachtruf. Sit herzlich begrüßt mit Dreimal Kölle! Funken! Kölle! Ja, das hört sich ja schon sehr gut an. Warum ich Funke geworden bin? Wenn Sie Kölner sind, können Sie nur eins. Entweder sind im Karneval dabei oder Sie gehen weg. Wenn man Kölner ist und im Karneval oder das Herz für den Karneval und für die Stadt schlägt, dann ist das eine, auch ein Stück weit eine Verpflichtung und eine Ehre. Köln ohne rote Funken geht nicht und rote Funken ohne Köln geht nicht. Aufgepasst! Mit Stiepewötsche präsentiert die Nabüs. Die Kölsche Funke Rot-Wies von 1823, das älteste Traditionschorps im Kölner Karneval. Sie fühlen sich als die legitimen Nachfahren der Stadtsoldaten, die einst die Tore der Stadt schützten. Nun, man sagt ja, die Roten Funken sind die Mutter aller Karnevalsgesellschaften. Und man muss das einfach auch aus diesem historischen Bild heraus sehen. Wir haben irgendwo circa 170 Jahre Rote Funken als Stadtsoldaten. Der Begriff der Roten Funken wurde ja nicht in der Karnevalszeit, sondern damals schon zur aktiven militärischen oder Stadtpolizeizeit geboren. Wie Soldaten sehen sie immer noch aus, in ihren Uniformen mit Hüten und Zöpfen. Doch ihr Auftreten hat kaum noch etwas Militärisches an sich. Geordnete Unordnung ist das Ziel. Ihr Markenzeichen, der Funkentanz mit Wibbeln und Stippevötche. Eine Verulkung des preußischen Paradedrills. Ich denke, die Roten Funken haben einen ganz bestimmten Anspruch, den sie manchmal auch leben. Nämlich antihierarchisch zu sein und die Gesellschaftsordnung, die hierarchisch angelegt ist, auch im Schutz der anonym machenden Uniform zu pervertieren. Wir stecken uns eine Blume in die Knabüse, in das Gewehr und dieses straffe militärische Präsentieren wird persifliert, indem wir wibbeln. So pflegen die Funken die Tradition der Stadtsoldaten und präsentieren sich stolz als die Nachfahren der schlechtesten Soldaten aller Zeiten, denen eher der Sinn nach Bier denn nach Verteidigung der Stadt gestanden haben soll. Rot und Wies, die Farben ihrer Uniformen, sind ja auch die Farben der Stadt. Und das Stadtoberhaupt ist geborenes Vereinsmitglied. Köln und Rote Funken, untrennbar. Diese Metropole hier hat eine besondere Eigenschaft der Tollerei oder der Verrücktheit, weil sie es eben zelebriert über eine lange Zeit. Sagen Sie irgendwo in Köln, Sie sind in Roten Funken, dann geht man also fast einen halben Meter auf Seite. Als ein sie also sakrosankter Karnevalist. Roter Funk zu sein, das ist nicht die Mitgliedschaft in einem Verein, wie man in vielen Vereinen Mitglied ist, sondern Roter Funk zu sein, das ist ein Lebensgefühl. Ein Lebensgefühl, das straff organisiert ist. Die mehr als 400 aktiven und inaktiven Mitglieder treffen sich regelmäßig in vier Gruppen, den sogenannten Knubbeln in der Üleports. Diese ehemalige Stadtpforte erhielten sie von der Stadt Köln nach dem Krieg in Erbpacht, restaurierten sie aufwendig und bauten sie zu ihrem Vereinssitz aus. Die Roten Funken haben insofern vier Kompanien. Es gibt den ersten, zweiten, dritten und vierten Knubbel. Und die Knubbel sind hauptsächlich dafür da,
dass sie das Vereinsleben oder den Zusammenhalt der Mitglieder während des Jahres garantieren. Mit dreimal schmeckt der Rat, schmeckt der Rat, schmeckt der Rat, sehr zum Wohl. Wir haben ja 4 Knubbel und jeder hat auch so sein diverses Eigenleben. Die Knubbel haben ja auch alle ihr Symbol. Der erste Knubbel hat den Strickstrumpf, der zweite Knubbel die Zwiebel oder Öllig genannt, der dritte Knubbel mit dem Dillendopp und der vierte Knubbel hat eben das Abzeichen, den Sektkorken, der natürlich für die Freude des Trinkens und den Genuss wiederum steht. Wenn man Bier trinkt oder sonst was, dann ist das Strickstrumpf Alav und Öllig stinkt, Öllig die Zwiebel, Öllig stinkt und schmeckt der Dopp. Schmeck heißt peitsche den Dopp, den Dillendopp und oder Stippe fort, ne, der Stippe fort, den Sektkorken weg. Es hat schon eine gewisse familiäre Beziehung. Jeder kennt die Familie des anderen und es ist auch so, da steht der Akademiker neben dem Azubi noch und so weiter. Es ist da eine familiäre Gleichheit. Aufgenommen wird noch längst nicht jeder. Die Auswahl trifft der Ballotageausschuss. Ballotage bedeutet eigentlich oder ist ein Gremium, das eigentlich darüber befindet, ob man zu den Funken passt oder nicht passt. Also das heißt, da fühlt man mal richtig auf den Darm, wer ist das überhaupt? Ne? Das ist zwar schwer, denke ich, für dieses Gremium, das innerhalb eines Gesprächs zu machen. Von daher haben wir Bürgen, die eigentlich die Aspiranten daraufhin vorbereiten sollen. Die sollen sich also mit dem Hospitanten, das ist der Interessent, zusammentun und sollen eben was von den Funken beibringen. Wie passt er den Knubbel rein? Wie kommt er mit den Leuten zurecht? Ja, der Ballotageausschuss empfiehlt und entscheiden über Aufnahme oder Nichtaufnahme macht der Vorstand. Trotz strenger Regeln und hoher Kosten, etwa für die Uniform, haben sie keine Nachwuchssorgen. Im Gegenteil, sie müssen die Aufnahmen sogar begrenzen auf jährlich 2 Kandidaten pro Knubbel. Bei den Rekruten wird verlangt, dass sie die erste Zeit immer dabei sind. Sie müssen die Uniform selbst bezahlen, sie müssen das Wurfmaterial im Rosenmontagszug selbst bezahlen. Und die Reisen hat immer jeder selbst bezahlt, weil bei den Funken eine gewisse Gleichheit herrscht zwischen, ich sage jetzt mal, reich und arm im Geist und im Portemonnaie. Er muss kein Vermögen haben, sondern er muss, was er isst und trinkt, muss er selbst bezahlen können. Servieren, bedienen, abräumen, Aufgabe der Anwärter. Im geselligen Rahmen bei Musik und Kölsch wird geprüft, ob die beschworene Gleichheit auch gelebt werden kann. Rituale schaffen dieses Gemeinschaftsgefühl. Dieses sehr zum Wohle hat jeder Knubbel. Angehängt an den Knubbelgruß oder ans Göll Alav, dass dieses sehr zum Wohle, liegt ja auch noch an der Betonung. Ja, und der dritte Knubbel hat als Besonderheit, wenn wir uns bei einem bedanken, noch im Nachhinein, dass wir singen, wir tanzen mit dir in den Himmel und dann stehen wir auf, hinein. So, das heißt, das Getränk geht hinein. Sehr zum Wohle. Wir tanzen mit dir in den Himmel hinein. Haben die Anwärter die Proben und den Ballotageausschuss überstanden, werden sie vereidigt. Mit dabei Michael Herwig. Den designierten Funkenjahrgang des Jahres 2004 mit ihren Bürgern. Und die Vereidigung ist das, was man einmal im Leben mitmacht. Das ist eigentlich der größte und auch der schönste Tag eines Funken. Das war ein Gefühl wie bei der ersten Kinderkommunion oder für Heiligabend, wenn die Türe aufgemacht wird. Stefan, warten! Wahnsinniges Herzklopfen, machst du jetzt alles richtig? Da sitzen so viele Leute, was kommt jetzt auf dich zu? Und dieses Pompöse, dieses Festliche, das war einfach umwerfend. Also ich habe eigentlich selten bisher bei mir so eine Nervosität und Erregung auch kennengelernt, wie da auf der Bühne. Wir wollen nämlich jetzt sehen, ob die Jungen wibbeln können. Auf, zwei, Lotze, zwei. Die Führer will da anfangen. Eins, zwei, eins, zwei, eins. Zwei.
Hey, links, zwei rechts. Bring out your line. Unser Heinz-Günther Hunold wird jetzt präsentiert. Aufgepasst! Und jetzt obwasse. Die Hand, die ihr jetzt frei hat, ob die Fahrt. Ehrwürdig, wie ihr sitzt. Ehrwürdig, wie der Plaggen ist. Ehrwürdig, wie die Träger der Fahnenstange hier vorne sind. Hans-Horst Engels und der Herr Steffener, Polizeipräsident, Kollege von uns. Mir den Funkeneid nachzusprechen. Ob ihr pass, bei Öllich, Böckem, Äde, Nütz. Bei Öllich, Böckem, Äde, Nütz. Und bei der Rudwies, Funkemütz. Und bei der Rudwies, Funkemütz. Beim Hölzer, Zabel und Gewehr. Beim Hölzer, Zabel und Gewehr. Will treu ich sinn dem Fastelehr. Will treu ich sinn dem Faste leer. Will so viel Suffe als der Mare. Will so viel Suffe als der Mare. Ohn Biesterei kann Jod vertragen. Ohn Biesterei kann Jod vertragen. Dem Mädcher will ich mich verschrieben. Dem Mädcher will ich mich verschrieben. De Bützerei nicht übertrieben. De Bützerei nicht übertrieben. Och Knutsche will ich mit Maniere. Och Knutsche will ich mit Maniere. Da war der lauter. Nur Kölsche Mädcher karessiere. Nur Kölsche Mädcher karessiere. Ne Funk will ich sinn von Unger bis Buffer. Ne Funk will ich sinn von Unger bis Buffer. Dat tun ich ob die Fahn gelove. Dat tun ich ob die Fahn gelove. Herzlich willkommen im großen Chor der Roten Funken, die neuen Funken des Jahres 2004. Jetzt kommt ja der Moment, wo die Kinder ihren Namen bekommen, sozusagen, ihr dürft wede bitte funken. Und jeder hat so eine Eigenart, ob es der Beruf ist, die Statur oder sonst irgendetwas Auffälliges. Und daraus wird ein Spitzname geboren, den der Funk behält, bis er vom Stängel fällt. Michael Herwig, für Jutrude. Der Mann hätte jetzt mit der Autobahn zu tun. Du kriegst der Spitzname Baustell. Alles in der Mitte gelot. Abstand nehmen zum Funkendanz. Aufgepasst, Funken, Tanz! Das ist eigentlich nicht, wenn man nicht selber auf der Bühne gestanden hat, kann man das auch wahrscheinlich nicht sehr schlecht verstehen und auch erklären. Das ist schon was ganz was Besonderes. Mattes Dick Tröt. Mattes Hautzer. Bei aller beschworenen Gleichheit gibt es doch Unterschiede. Zweimal im Jahr spricht der Präsident Beförderungen aus. Einmal auf dem Regimentsexerzieren Anfang Januar, auf dem die Vereinszugehörigkeit belohnt wird. Gezählt wird in karnevalistischen Elferschritten. Und 55 Jahre sind dabei keine Seltenheit. Bei den aktiven Funken gibt es auch militärische Ränge. Korporale, Funkeweibel und sogar Generäle. Kalle,
Wer einen Federbusch trägt, ist Offizier. Er gehört zum Vorstand oder hat besondere Aufgaben übernommen. Es ist nicht möglich, dass man sagt, ich kaufe mir einen Dienstgrad beispielsweise. Er darf eines nicht im Kopf haben, ich bin irgendwer und ich möchte irgendetwas direkt werden. Wer Roter Funk wird, der wird alle 3 Jahre befördert, wenn er seinen Mitgliedsbeitrag leistet. Das kann er gar nicht verhindern. Und wenn er Präsenz zeigt. Zum General der Roten Funken wird ernannt Heinz-Berg Strümpsche. Diese Regelbeförderungen erhalten die Funken auf der Kontrollversammlung im November. Die so Beförderten müssen dann zeigen, ob sie noch wibbeln können. Allerdings in Anzug statt in Uniform und mit einem Besenstiel statt der Knabüs, wie sie das Gewehr nennen. Denn nur zwischen Neujahr und Karnevalsdienstag dürfen sich die Funken in Uniform zeigen. Mit dabei an diesem Tag BG-Fahnenschreiber. Sie ist Ballettmeisterin und wird für ihre Arbeit als Trainerin des Tanzpaares geehrt und muss daher auch mittanzen. Die einzige Frau im Funkenchor ist allerdings das Funkenmariechen. Denn Frauen werden nicht aufgenommen. Also wir haben nichts gegen Frauen, aber die Funken sind eine Männergesellschaft. Und da sind wir stolz drauf. Es ist auch ein Männerbündnis, diese Roten Funken oder diese Männervereine. Und Bünde sind immer so geschlossene, auch auf Diskretion aufgebaute Gruppierungen. Die auch besondere soziale Themen miteinander austauschen. Und das hat nichts mit Sauferei und Sexualität zu tun. Die Interessen und das Temperament von Männern und Frauen sind naturgemäß anders. Und entstehen leichter Spannungen, als wenn nur Gleichgeschlechtliche zusammen sind. Der Mann verhält sich anders, wenn seine Partnerin dabei ist. Allein schon, weil er die Geschichten anders transportiert, die er vielleicht unter den Männern erlebt. Ich sehe zum einen die Frauenfeindlichkeit im Karneval immer noch als ein historisches Erbe gegeben. Das bedeutet nicht, dass wir im Chor frauenfeindlich sind. Manchmal habe ich so den Eindruck, wenn man von solchen Männergesellschaften spricht, dann haben die immer so den Touch, dass das diskriminiert gleichzeitig die Rolle der Frau. Völliger Quatsch. Ja, im Gegenteil, ich glaube, die Aufmerksamkeit für den Partner nimmt sogar zu, wenn es auch solche Räume gibt. Man kann das natürlich in kölscher Lösung umgehen, indem man sagt, wir sind die Roten Funken, die die Stadtsoldaten des 17. Jahrhunderts waren. Und wenn wir die sind, dann haben Frauen keinerlei Berechtigung, weil es damals keine Frauen bei den Soldaten gab. Sie sind aber im Funkenleben sehr aktiv. Treffen sich zum Beispiel, wenn wir Knubbelabend haben, treffen sich also unsere Frauen. Das heißt, irgendwo haben die zwar nicht die Mitgliedskarte, aber sind ein bedeutender Teil des Funkenlebens. Ebenfalls ein bedeutender Teil des Funkenlebens ist das Erinnern. Erinnern an Traditionen, erinnern an verstorbene Funkenfreunde. Wir waren jetzt im Turm gewesen, im Archiv oben, haben Bildband, Fotos gesehen von der Jahrhundertwende. Die Jungs hatten dieselbe Uniform an, die haben dasselbe Kölsch getrunken. Das ist über 100 Jahre her, zum Teil ja auch noch ältere Aufzeichnungen gibt es. Das waren Funken genau wie wir und finde ich also faszinierend. Wir leben ja auch ein Stück weit in der Erinnerung. Erinnerung an verstorbene Familienangehörige oder an Funkenfreunde, an Kameraden, die den Verein mal mitgetragen haben oder gegründet haben. Die waren genauso bekloppt wie mir. Die haben genauso Karneval gefeiert, dieselben Freuden und Leiden gehabt wie wir. Das wird deren Gedenken. Die Funkenfreunde, die bei uns waren, immer auch in Erinnerung zu halten. Das ist einmal durch den Gedenkraum natürlich in der Ulrich-Pforte gefasst. Und das ist durch dieses gemeinsame Gehen zum Grab des letztverstorbenen Präsidenten am Allerheiligentag auch zu finden. Roter Funk bleibt immer roter Funk, auch nach dem Tod. Die Funkenfamilie trägt jeden Verstorbenen gemeinsam zu Grabe. Das Krätzje, die einfache wollene Mütze, wird ihm als Symbol für die ewige Mitgliedschaft mitgegeben. Erster gemeinsamer Termin des Funkenchors nach Aschermittwoch ist Allerheiligen.
Da besuchen die Funken das Grab des zuletzt verstorbenen Präsidenten. Eine Tradition, die 1918 begründet wurde und auf Theo Schaufuß zurückgeht. Er hatte sich im Ersten Weltkrieg sehr um die Funken an der Front gekümmert, ihnen Briefe und Päckchen geschickt. Als er starb und anonym begraben werden sollte, da haben das die Funken verhindert. Seit dem Tod von Theo Schaufuß, bei den Funken die Plät genannt, gehen die Roten Funken alljährlich am 1. November zum Friedhof und ehren ihre verstorbenen Freunde. Mit allen diesen Funkenkameraden sind wir an diesem Tag verbunden. Die Stille und der Augenblick gibt uns ein Gedenken an Frohsinn, Freundlichkeit, Lachen, schöne Stunden in tiefer Kameradschaft. Zwei Wochen später, der 11. im 11., offizieller Beginn der Karnevalssession. Die Funken starten erst am frühen Abend und mit eigenem Programm auf dem Rote Funkenplätzchen. Um 11:11 da konnten die Funken noch nicht, da waren die noch am Arbeiten oder noch ein bisschen müde am Schlafen. Das wollen wir jetzt hier nochmal wiederholen, sozusagen die kleine Privatfeier der Kölnischen Funken und Wies, und wollen damit den fasten Abend einläuten. Köln! Aufwendig ist das Programm mit viel Musik und Freikölsch. So präsentieren sich die Funken gern in der Öffentlichkeit. Ihr Anspruch? Als Bindeglied eine führende Rolle zwischen organisiertem und bürgerlichem Karneval zu spielen. Und darüber hinaus? Als weltoffene Kulturbotschafter den rheinischen Frohsinn weit über die Stadtgrenzen hinauszutragen. Zum Feiern gehört aber auch das Innehalten. Christliche Werte spielen dabei im Funkenleben eine große Rolle. Kirche und Karneval, das hängt sehr eng zusammen. Freude und Leid gehören in der gleichen Weise zum Leben und so auch feiern und auch miteinander traurig sein, miteinander nachdenklich sein, aber eben auch feiern. Feiern sowohl in der frohen Stimmung eines Gottesdienstes wie auch in der frohen Stimmung einer Sitzung oder eines Bierabends. Der Präsident muss zu Anbeginn der Messe die Lüge ob Kirche begrüßen. Alles soll Kölsch sein. Wobei zunächst das so war, dass nur die Predigt ob Kölsch war, aber dann hat sich das immer mehr so ausgeweitet, dass wir heute dann richtiggehend den ganzen Messtext ob Kölsch feiern und zelebrieren. Darum beten wir und rufen dir zu. Du hast Friede verkündet. Und was machen die Menschen? Hass, Unfriede. Gewalt und Krieg ist in der Welt. Dann den Knallköpf der rechte Weg ziehen und jetzt in den Mut sich der Hände ziehen. Freude und das Leben Sinn macht und Leben auch Sinn behält, das zu vermitteln. Und das ist im Karneval, ist ein Forum, wo man das in verbunden mit dem Brauchtum des Karnevals sehr schön zum Ausdruck bringen kann. Das gehört dazu und ja, dann auf einmal so mittendrin zu sein, das ist schon Gnade, ne? Theologisch gesprochen. Und so gehen Kirche und Karneval, Messfeier und Schunkeln eine echt kölsche Verbindung ein. Kurz nach Neujahr, die heiße Phase beginnt. Bis Weiberfastnacht sind die Termine dicht gedrängt. Auf 14 bis 16 funkeneigenen Bällen und Sitzungen treten sie auf. Dazu noch auf rund 90 Veranstaltungen in Köln und Umgebung.
Wachen nennen die Funken diese Auftritte, auf denen bis zu 120 Mann und Musiker mit dem einen Funkenmariechen von Festsaal zu Festzelt, von Bühne zu Bühne ziehen. Logistik, Disziplin, vor allem Durchhaltevermögen sind hier gefragt. Man muss ja nicht jeden Abend mit dabei sein, und das ist ja halt auch das Schöne bei den Funken. Es wird zwar gerne gesehen, wenn man oft dabei ist, aber es ist keine Pflicht, dabei zu sein. Schwer zum Mole. Wenn es schön ist und man hat Zeit vom Beruf her, und dann geht man mit, da sind 20, 30 Abende bestimmt. Man muss einfach Spaß und Freude dran haben, ansonsten ist es nicht machbar. Du musst in der Karnevalszeit ja auch viel verzichten. Ja, du hast nicht mehr viel Zeit für Freunde. Es war schon immer mein Traum, so als kleines Kind, dass es dann so gekommen ist. Im Endeffekt habe ich auch nicht mit gerechnet, es war ganz spontan. Ist ganz klar, wenn man einmal krank war, dann hast du keine Zeit, dich mehr richtig zu regenerieren. Dafür ist einfach nie Zeit da. Ne? Du willst ja immer wieder versuchen, bis zum nächsten Auftritt bist du wieder fit. Ist halt nicht immer machbar. Raus aus dem Bus, durch die Kälte, rein in das brodelnde Festzelt, und das bis zu 7-mal am Abend. Professionelles Training auch außerhalb der Session ist unerlässlich. Kleinere Krankheiten ignorieren sie. Et het noch immer Jodje Jange. Ich bin nur tierisch erkältet. Es wird schlimmer. Schlimmer wie Nervosität auf jeden Fall. Eiche, Tanz! Auf Wiedersehen! Und weiter geht's. Der Terminplan ist eng, Pünktlichkeit ein Muss. Aber es ist nicht nur der Spaß an der Freude, der sie wibbeln, tanzen und von Auftritt zu Auftritt hetzen lässt. Sie müssen die Vereinskasse füllen. Und deswegen kassieren sie auch nach jedem Auftritt sofort. Auffällig, unauffällig und direkt vor der Tür. Herzlich und für so wenig. Ich weiß, ihr habt nie Kosten wieder drauf. Das ist klar, Dankeschön. Tschüss, bis nächstes Mal. Das wird immer mit Scheck und auf dem Land in Bargeld bezahlt. Die Verträge werden in 2 Jahren im Voraus geschlossen. Ich weiß also jetzt schon, wo wir 2005 um so und so viel Uhr auftreten. Also müssen wir mal 1 Jahr Vorlauf. Und weiter geht's, diesmal nicht mit dem Bus, sondern zu Fuß. Vorbei an überraschten Passanten ziehen die Funken mit klingendem Spiel des Tamburzuges durch die leeren Straßen des nächtlichen Köln. Essen und Trinken stehen auf dem Programm, wichtige Grundlage und das Stimmungselixier für die weiteren Auftritte. Doch gerade hierbei sind Regeln einzuhalten, Ausfälle werden streng geahndet. Die Devise Rausch mit Maß. Denn sie wollen sich ja in der Öffentlichkeit als das führende Traditionschor des Kölner Karnevals präsentieren. Und weiter geht's in den historischen Festsaal Gürzenich zum letzten Auftritt an diesem Abend. Die Aufzüge der Roten Funken sind begehrt und zählen zu den Höhepunkten Kölner Sitzungen. Je nach Stärke des Chors dauern sie schon mal eine halbe Stunde und länger. Im Mittelpunkt steht aber immer das Mariechen mit seinem Funkendoktor, wie die Funken den Tanzoffizier nennen. Das Mariechen als Attraktion, geschätzt und unantastbar. Im funkeneigenen Büro laufen die logistischen Fäden zusammen. Nur hier gibt's die begehrten Karten für die Funkenbälle und Funkensitzungen. Je nach Länge der Session 14 Veranstaltungen und mehr. Alle Karten werden erstmal schriftlich bestellt hier. Von jedem Kunden, von jedem Funk, egal. Ich nehme nur schriftliche Bestellungen an. Dann werden die Rechnungen verschickt. Und im Dezember läuft dann der Kartenversand bzw. die Kartenabholung. Das war's. Das war's. Eine Quittung kann man darüber bekommen?
Für die inhaltliche Vorbereitung der Veranstaltungen ist der Literat zuständig. Er bucht die Künstler und sorgt für den reibungslosen zeitlichen Ablauf. Wir fangen an im Literatenstammtisch, dem ich angehöre, ungefähr anderthalb Jahre vorher die Termine zu sortieren und dann die Künstler zu buchen, wie das so schön heißt. Ich habe das Geld dabei, in Scheckform, den einzelnen Künstlern das Geld zu übergeben und vor allen Dingen zu sehen, dass der zeitliche Ablauf funktioniert. Das ist ja nicht nur diese eine Sitzung. Also ist schon ein gewisses Maß an Arbeit. Aber wie war das? Geht größer leid als das, damit ist ja das andere. Ne? Spenden, karnevalistische Leistungen genannt, sind neben dem Verkauf von Fanartikeln eine wichtige Einnahmequelle. Ehrenamtliches Engagement mit wirtschaftlicher Professionalität gepaart, eine kölsche Stärke. Auch im sozialen Bereich engagieren sich die Funken für Köln. So organisieren sie einen Adventscafé für alte Menschen und zum Beispiel ist eine feste Tradition die Durchführung einer Sitzung für geistig und körperlich behinderte Menschen. Die Funken stellen den Ilverath, unser Präsident präsidiert. Die Funken machen auch den ersten Auftritt, wie das so üblich ist. Und die Kräfte, die da kommen, kommen alle umsonst, wie das so schön heißt. Also kostenlos, kostenfrei. Und dann kommen oft auch die Funke-Pens, die jetzt seit dieses Jahr auch ein bisschen organisiert werden. Ja, also das war halt auch immer schon ein Anliegen der Roten Funken, auch wenn es immer nicht groß in der Presse dargestellt wird oder nach außen bekannt ist, sich auch sozial zu engagieren. Das ist schon bald 15 Jahre, dass wir das also hier machen. Auch mein Vorgänger, der Hans-Georg Brock, hat das schon mit großer Freude gemacht. Und wenn man gesehen hat heute, wie viel Rote Funken auch diese Veranstaltung unterstützen bei dem Aufzug, dann kann man feststellen, dass das auch für uns etwas Besonderes ist. Sie kümmern sich um Menschen mit Behinderungen, verstärkt aber auch um das junge Publikum. Seit 1998 veranstalten sie im alten Wartesaal die Wibble Dance Party. Das Chor kommt auch hier mit klingendem Spiel quer durch die Altstadt. Für die Funken ein Muss. Ja, es hat schon was mit Tradition zu tun, dieser Marsch durch die Altstadt. Und ich fand also die Konstellation gut, dass man eben Tradition mit Modernheit eben verbindet. Okay. Dann starten wir das erste Mal hier im alten Wartesaal, die Wibble Dance Party. Und da verfolgen wir das Ziel Karneval, Kult und Comedy. Mehr Party als geordnete Sitzung, auf der die kostümierte Narrenwelt auf die Uniformierten prallt. Für Jungfunken die Möglichkeit, auch mal anders zu wibbeln. Und ein wichtiges Zeichen für die bewusste Öffnung des Vereins, auch moderne Elemente in den Funkenalltag aufzunehmen. Karneval ist Kult, mit und ohne Kritzchen. Sehr gut. Rosenmontag, 7 Uhr morgens. Jetzt geht's los. So, moin, Herr Präsident. Ich weiß, dass für manche das sehr früh angefangen hat. Also wahrscheinlich noch früher als bei mir, aber ich bin euch sehr, sehr dankbar. Insbesondere, dass die Nachbarschaft jetzt so ein bisschen von euch was gehabt hat. Ja. Herzliches Dankeschön, schön, dass ihr da seid und Remo Köln! Alaaf! Funken! Alaaf! Köln! Alaaf! Wir zum Wohle! Köln tritt Marsch! So, komm! Oh, schön zu kommen. Die ersten sind um 5 Uhr aufgestanden und haben dann anschließend gesagt, okay, jetzt gehen wir den Präsidenten abholen, was ja eine sehr nette Geste ist. In früheren Zeiten wurden alle Funken geweckt, als wir noch nicht so groß waren. Und da kamen manche erst nach Hause, aber die Musik schon am Spielen. Das ist ein ganz wichtiges Getränk am frühen Morgen, glaube ich. Vor allen Dingen gut für die Stimmbänder nach einer anstrengenden Session. Ja. Der Josef Stollenberg ist also der Generalpostmeister. Er hat also hier das Posthorn. Unser Diplomat, der auf einer eigenen Kutsche durch den Rosenmontag so fährt. Außerdem holt er den Präsidenten ab. Also er hat ja draußen die Droschke mit Standarte vorgefahren. Auch mein lieber Schatz. Mein Frohsinnsverbreiter. Das machst du nicht, ne? Wir sehen uns nachher im Götze nicht. Jo. Denk dran. Ja, nicht so viele Mädchen. Ich stehe ja oben am Wagen, was soll ich denn machen? Ja. Du bist viel gefährlicher. Also tschüss. Tschüss.
9 Uhr, Gürzenich, gemeinsames Frühstück. Süffele und Müffele, wichtige Grundlagen für den anstrengenden Marsch, der vor ihnen liegt. Mit dabei sind mehrere Kapellen. Fast 200 Musiker sollen für Stimmung im Zug sorgen. Dazu 130 Helfer, die den rund 250 aktiven Funken zur Seite stehen. Aus über 500 Teilnehmern besteht somit die Funkenabteilung im Zoch. Mit dem Schnee heute, das wird wohl nichts, wenn er nach oben schaut. Viel Spaß im großen Weihnachtszug und Remont Kölle! Alarm! Funke! Alarm! Kölle! Alarm! Sehr zum Wohl! Hopp, ihr passt! Die Knabüs, ihr rollt! Jetzt, Funke! Marsch! Ja, wie so alle gesagt haben, so, ja, so ein Rausch. Ne? Ich habe nur gestern einen Ruhetag gemacht. Weil ja doch heute anstrengend sein soll. Oh, mal gucken, wer da hinzukommt. 10 Uhr, historisches Rathaus. Empfang beim Oberbürgermeister, der sich heute vertreten lässt. Zu Ehre von Bürgermeisterin Renate Canisius und dem Bürgermeister Manfred Wolf tanze jetzt die Funke. Und ich tanze uns, Marische, winzig im Jung. Auf ihr Pass! Marische, Marische, wo ist dein Dinge jung? Um Nümad, schlägt die linke Trumm. Hurra, hurra, der liebe Jung ist wieder da. Hurra, hurra, jetzt ist er wieder da. Er war mal lecker nüffeln, er war mal lecker süffeln. Hurra, hurra, der liebe Jung ist wieder da. Hurra, hurra, jetzt ist er wieder da. Kölsche Mädchen, Kölsche Jungen, sind im Herrjot gut gelungen. Du hast ja selber sich gesagt, die erste Feindparat gebracht. Rettem! Funken, Mater zum Zuchtgut. Funken, Marsch! Zu sehen, Spaß zu haben, die ganze Lücke am Rand zu sehen. Das ist es. Das Polizistinnenbützen, das ist schon mal herrlich. Das darf man nämlich nur Rosenmontag, sonst gibt das Ärger. Bütze ja auch, hey, und da Bütze. Aber die muss man früher wieder abwäschen, bevor ich nach Hause komme, sonst kriege ich Krach daheim. Das darf ich nicht, ja, nimm ich mit, ja. Bützen ist eins, Kamelle werfen das andere. Damit die speziellen Funkenbeutel immer prall gefüllt sind, ist eine Menge Logistik erforderlich. Wir haben ja die verschiedenen Produkte in verschiedenen Sortimentbeuteln verpackt. Dann gibt es Listen, die werden im Herbst den Funken zugeschickt. In diese Listen müssen die Funken eintragen, von welchem Beutel sie viel oder von welchem Sortiment sie wie viel haben möchten. Es gibt ja für die Bonks, gibt es dann hier so einen Gutschein für Kribbelwasser. Und dann, den gibst du dir an deinem Kamellenjungen, dann gibt es so eine 0,375 Flasche Sekt. Und dann verteilst du die unter den Jungs und dann trinkst du aus dem Becher raus. Und dann gibst du den wieder weg und dann ist der fort. Das, was die roten Funken im Rosenmontagszug schmeißen, überreichen und verbützen, das muss eingekauft werden, das muss verpackt werden, das muss in den Zug gebracht werden. Ja, wir legen immer Wert darauf, dass wir hochwertiges Wurfmaterial einkaufen. Man hat früher Nelken und Tulpen geschmissen, aber als Premiumgesellschaft ist man auch dazu hingegangen oder dazu übergegangen, Rosen zu schmeißen. Die Sträußchen werden aufgrund der hohen Stückzahlen, die nicht nur die roten Funken schmeißen, werden mittlerweile in der Regel im Ursprungsland, also dort, wo das Produkt wächst, sowohl gebündelt, produziert, als auch entsprechend für den Verein verpackt und kommissioniert. Verbützen heißt, also Bütze ist ein Küsschen auf Kölsch und derjenige, der von einem roten Funk oder diejenige, die von einem roten Funk ein Sträußchen haben will, bekommt das nicht einfach so dahingeschmissen, sondern da muss es auch schon eine kleine nette Gegenleistung für geben und im Kölner Karneval ist das halt dann die Form des Bützens. Hier haben wir die Haribo-Funken. Haribo ist hingegangen und hat uns einen Funken statt einem Goldbären einen roten wibbelnden Funken produziert.
und verpackt das Ganze dann auch in einer typischen roten Funkenverpackung. Da müssen Sie natürlich 5 Tonnen von werfen, mindestens, um diesen Druck drauf zu bekommen. Und wenn Sie mal drauf schauen, selbst dieser Urspruch, den Haribo hat, Haribo macht Kinder froh, ist umgewandelt worden. Nicht nur die Kinder froh, auch die Funken ebenso. Die Idee war eigentlich, gebe jedem Läufer einen gefüllten Kamellebeutel. Und dann werden die gefüllten Taschen, die wir so schon fertig haben, kommen zu dem jeweiligen Funk hin und der hängt es hier ein. Und dann der rote Funk läuft weiter, kümmert sich nicht darum, dass was reinfällt, rausgeht, sondern der macht nur so, zack, auf und das eigentlich machen, was er machen soll. Freude machen, sich nicht über Müll entscheiden. Und sie kriegen nur einen vollen Beutel gegen einen leeren Beutel. Damit kommen die Leute, die Beutel auch wieder auf die Wagen zurück, werden da wieder gesammelt, werden gelagert und nächstes Jahr dann wiederverwendet. Sechs Stunden unterwegs, 15 Kilometer Zugweg, Regen, Schnee, Sonnenschein, säckeweise Kamelle, Strößchen, Kribbelwasser und natürlich viele Bützchen. Das Erlebnis ist nicht am Fernsehen, sondern das Erlebnis ist pur auf der Straße. Man muss es erleben. Es gibt so Dinge, die kann man einfach nicht beschreiben. Ist man wirklich wie in einem Rausch, ja, weil man wirklich diesen Kontakt dann zur Bevölkerung hat. Unbeschreiblich schön, unbeschreiblich schön. Dann gehen wir da durch und die Leute schreien Kamelle, Strößchen, Bützchen und so was all. Und das ist schon bombastisch. Bombastisch, phänomenal. Die aktive Teilnahme am Zoch ist ein unvergleichliches Erlebnis. Aber auch eine unheimliche Strapaze, wie die ganze Session. Woher aber kommt diese karnevalistische Sucht, diese Strapazen auf sich zu nehmen? Das ist halt die kölsche Seele, sagen die Funken achselzuckend. Die kölsche Seele, das ist irgendwas, wo man emotionell plötzlich ganz stark gebunden wird. Ohne es irgendwie fassbar zu machen. Die ist so einerseits voller so ein bisschen Sentimentalität, Romantik, Heimatliebe und zugleich auch ein gewisses Selbstbewusstsein oder so, nicht? Also der Dom und so, da lässt man nichts drauf kommen. Das ist also einfach dann auch ein Symbol. Das Empfinden, das der Kölner hat, wenn Januar, Februar ist, wenn die Karnevalzeit ist, diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, in irgendeinem Lied wurde mal gesagt, das ist ein Gefühl. Da stich alles drin, da stich Heimat drin, da stich Christentum drin, da steckt Kameradschaft drin, alles, was dazu gehört, ist kölsche Seele. Das ist auch sowas wie, das hat es auf dem rechten Fleck. Ne? Man ist Rheinländer, man bringt es mit, also das heißt, man ist eine Lustige, sagen wir es ganz einfach. Ne? Tja. Wie gesagt, man singt zusammen, man hüpft zusammen. Ne? Das liegt ihm in der Seele, das hat er drin und man kann es versuchen zu beschreiben, aber entweder hat man das oder man hat das nicht. Es hat auf jeden Fall mit einer hohen Identifikation dieser Metropole zu tun, mit ihrer Einzigartigkeit und mit der hohen Selbstzufriedenheit, hier auch leben zu dürfen und das auch ein Stück weiterzugeben. Ist es nur die Liebe zur Region, zum Rheinland, zu Köln, zur Tradition der roten Funken, zum gemeinsamen Erleben oder alles miteinander? Warum ein roter Funk sich das antut, können Nicht-Jecken nur schwer verstehen. Nicht-Kölner sowieso nicht. Man hättet oder man hättet eben nicht.